Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Gothic Let's Play. Ja, wir haben hier beim letzten Mal hier das Gitter geöffnet und wir haben beim letzten Mal auch gesehen, dass dahinter schon so eine Armee von Untoten auf uns lauert. Ja, da steht sie. Ich dachte gerade, das wäre hinter einem anderen Gitter gewesen. Nee, da steht sie. Und wir können keinen anvisieren hier. So, aber die kriegen wir mit unserer Rune richtig gut klein. Wir müssen vielleicht mal ein kleines bisschen Abstand gewinnen. Denn die Magie können wir nicht wirken, wenn auf uns eingeprügelt wird. Das macht ja auch nur Sinn. So, einer noch. Und kein Mana mehr. Toll. Super. Das habe ich wieder glänzend hinbekommen. Exzellent. So, okay, dann nehmen wir da mal kurz was. Werfen uns da mal schnell was ein. Und zwar ganz schnell. So, das reicht erstmal für den einen. Und warum hat er uns nicht verfolgt? Ach, der steht da einfach noch. Okay. Ja, hätte ich mich auch nicht so beeilen müssen. Gut, das war's auch mit dem. Und dann laden wir jetzt aber nochmal unseren Mana-Vorrat richtig auf. Und schauen mal, was jetzt hier auf uns lauert. Da gibt's doch garantiert noch mehr Untote. Das waren doch noch nicht alle. Nee, da sehe ich noch ein Skelett. Und noch ein Skelett. Und noch eins. Und sogar noch eins. Ja. Oh, wir können echt von Glück sprechen, dass wir uns diese Rune gekauft haben. Das ist ja die Hölle hier. So. Und war's das jetzt tatsächlich? Da glaube ich noch nicht so recht dran. Ja, hier ist erstmal nichts. Kommen wir da hinten hoch? Oh Gott, müssen wir da eine wilde Hüpfpartie einlegen da oben? Das sieht ja verrückt aus. Als ob man da über diese Blöcke hüpfen müsste. So Super Mario-mäßig. Nee, das wäre also, das wäre nicht so schön. Oh ja, nein, nicht so einer schon wieder. Jetzt, jetzt beschwört er hier noch mehr auf. Nee, nee. Okay, da ist er. Ja, nehmen wir mal schnell den Feuersturm. Das ist ja ganz effektiv. Ja, genau. Wenn nicht 1000 Untote da sind, ist das ganz effektiv. Okay, was soll's. So, kommen die jetzt auch an hier? Nö, tun sie gar nicht. Okay, wir probieren das jetzt nochmal hier. Vielleicht erwischen wir ihn ja. Okay, seine Eispfeile sind gar nicht mal so gut. Die machen gar nicht mal so einen großen Schaden. Ja, die kommen halt nur verdammt schnell. Ja, kein Mana mehr. Toll. Ach, Mann. So. Jetzt gleich aber wieder. Okay, nochmal drauf. Und sind seine beschworenen Skelette jetzt irgendwie verschwunden? So, jetzt haben wir ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, das war's mit ihm. Alles klar, dann heilen wir uns mal schnell. Und gehen mal gucken, ob seine Skelette da noch irgendwo rumlaufen. Ah, wo haben wir jetzt? Das ist Untote. Vernichten, das brauchen wir. Okay. Okay, seine Skelette. Ach, da sind die hingerannt. Okay. Ja, da haben sie ihm nicht gerade geholfen. Was machen die denn hier? Die wollten hier runterlaufen und haben sich dann da festgebackt. Okay, ja, gut. Haben wir einen kleinen Vorteil gehabt. Was soll's. Was hat er denn dabei? Er hat wieder Skelette beschwören dabei und einen Eispfeil. Und Skelette beschwören, das ist eigentlich ganz gut. Das könnten wir auch mal ausprobieren. Doch, doch, das ist eine ganz gute Idee. So, und diese engen Gänge machen mir seit Risen Angst. Da ist man in so einen Gang gegangen, plötzlich auf so eine Steinplatte getreten und dann kam lustig irgendwelche Dornen von oben. Nee, da bin ich besser ein bisschen vorsichtig und speichere öfter mal. Okay, hier ist... ach so. Okay, hier ist jetzt einfach was Versperrtes. Okay, stellt sich die Frage, wie wir das öffnen können. Haben wir noch so einen orkischen Teleportzauber? Da müssen wir mal gucken. Und die ganzen Runen... ja, also viele von den Runen zumindest könnten... nicht die Runen, die... diese Zauberschriftrollen hier, die könnten wir eigentlich mal verkaufen. Nee, wir haben keinen Teleportzauber. Okay, vielleicht ist das auch gar nicht der richtige Weg.
Irgendwo hier muss es zwar weitergehen, aber nicht zwangsläufig da. Oder ich muss wieder einen Schalter finden. Das kann auch gut möglich sein. Okay, nee, hier kommen wir nicht hoch. Ich dachte tatsächlich, man muss da rüberspringen oder so. Hör ich da irgendwo noch ein Skelett in der Ferne? Ist das da runtergefallen? Können wir hier auch runter? Was ist denn da unten? Ist das sehr tief? Nee. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal gucken bei dem zweiten Gitter, das sich geöffnet hat. Und, oh, da ist noch ein verschlossenes Gitter. Oder? Da ist doch noch irgendwas. Jo, Tatsache, noch ein Gitter. Okay. Und Tränke. Ja, zumindest versorgen einem die Entwickler hier mit Tränken. Das ist ganz gut. Und hier ist ein Schalter und... Ach, das sieht mir doch wirklich nach einer Falle aus. Oh. Oh, oh. Okay, dass der jetzt nicht direkt auf uns zustürmt, wundert mich jetzt. Können wir mit dem etwa reden? Wir können nicht mit dem reden, oder? Was ist los mit dir? Ach, der Tempelwächter. Okay. Ich dachte jetzt tatsächlich, der, der redet mit uns. Weil er uns nicht angegriffen hat, einfach. Okay, jetzt ist die Frage, der Tempelwächter müsste doch auch ein Untoter sein, oder? Den können wir doch bestimmt auch vernichten mit unserer Rune. Gucken wir mal. Jo, Tatsache. Super. Klasse. Okay, was hast du denn dabei, guter Mann hier? Ein Kruschkarok. Mhm. Und ansonsten nichts. Okay, was gibt's denn sonst da noch? Da muss es doch noch mehr geben. Okay, hier ist nichts in dem Zwischengang. Was hatten wir da? Ein Schalter? Okay, und noch ein Schalter. Ich weiß jetzt nicht, ob... ob der in einer bestimmten Reihenfolge jetzt gedreht werden muss. Und hier ist ein Durchgang. Wir nehmen mal eine Fackel oder... Nee, wir nehmen mal unsere Lichtrune. Die haben wir noch nie ausprobiert. Die ist bestimmt ganz gut. Eispfeil haben wir dreimal. So, Licht ist jetzt die Nummer 7. So. Alles klar. Ja, das ist doch auf jeden Fall mal besser als so eine Fackel hier, die wir sonst immer benutzen. So, was haben wir denn hier? Oh, Tränke. Okay. Ja, noch ein Trank. Und wir müssen uns die ganzen Tränke mal angucken. Vielleicht ist da ja irgendwas bei, was unser Mana erhöht oder so. Vielleicht ist da irgendwas richtig Gutes bei. Nö, bisher noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier sowas auf jeden Fall finden. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, wie muss man diese Schalter drehen? Ist es einfach egal, wie man sie dreht? Ich meine, wir haben eine 50-50 Chance, das jetzt richtig zu machen. Okay. Ah ja. Interessant. Und da ist gleich der nächste Tempelwächter. Ja, okay. Okay, wir speichern einmal ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, wenn wir jetzt hier noch den zweiten Schalter betätigen. Der erste hat ja ziemlich viel in Gang gesetzt. So. Der macht gar nichts. Der zweite. Was passiert denn jetzt? Es öffnet sich da doch gerade noch irgendwas. Oder? Man hört es doch. Zumindest. Was? So. Ach, da ist jetzt die Decke nach unten gekommen. Das ist ja ein Ding. Okay, ja gut, dass wir da schnell raus sind. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, alles klar. Ja, dann müssen wir offenbar nach da oben. Und da hinten ist jetzt auch das Tor auf. Hm. Kommen wir da so einfach hin? Ach, das ging einigermaßen gut. So, da ist der nächste. Den können wir so aber nicht anvisieren. Ja? So aber. Okay, um den ist es auch geschehen. Super gut. Und, oh, da ist noch einer. Hilfe. Ja, komm. Okay, das war's auch mit dem. Gucken wir erstmal hier, was der erste bewacht hat. Okay, hier ist ein verschlossener Durchgang.
und wieder einen Schalter. Wir gehen erstmal in den anderen Raum hier. Und schauen, was es da noch so gibt. Meine Güte, ist das groß hier. Was haben wir hier denn? Was ist das? Es ist irgendeine Art von Erz, oder? Das ist mir jetzt unbekannt. Meine Güte, ist das groß hier. Ich hätte nie und nimmer gedacht, dass das hier so groß ist. So, Tempelwächter. Tschüss. Jo. Gut, dass das so gut funktioniert. So, was haben wir denn da unten? Waren wir da schon mal? Nee. Das ist uns auch neu, oder? Meine Güte. Vielleicht gucken wir doch erstmal da, wo wir den Schalter gerade drücken mussten. Bevor wir jetzt da runtergehen. Sonst entfernen wir uns so weit davon. Ich weiß jetzt auch natürlich nicht, welches der richtige Weg ist. Da müssen wir noch ein bisschen knobeln hier. Und ein bisschen suchen. Aber es ist ja auch ganz schön. Und, ja, hier war das. Genau. Mhm. Okay, hier haben wir doch wieder irgendwelche Symbole, die uns irgendeinen dezenten Hinweis geben. Auf dem rechten sind Stacheln unten. Hm. Heißt das etwa, wir müssen den linken Schalter nehmen? Also hier gibt es nur einen Schalter. Okay, da geht das Türchen auf. Gucken wir mal, was hier drin ist. Hier ist nichts drin. Und da sind die Symbole. Okay. Oh, was jetzt? Oh. Ein Dialog. Sterblicher, deine Reise endet hier bei mir. Erstmal okay. Schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Oh, der ist... Oh, 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 der ist immun gegen unsere untoten Vernichtungsrune. Boah, Hilfe! Ja, was machen wir denn gegen den? Ach du Scheiße. Oh Mann. Okay, wir mogeln hier so ein bisschen. Aber mit dem Schwert können wir ihn doch auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Wir probieren das gleich mal einmal mit dem Schwert aus. Wir heilen uns erstmal. Jetzt, wo wir gerade hier mal so ein lauschiges Eckchen gefunden haben, in dem wir uns wohlfühlen dürfen und wieder regenerieren dürfen. Ja, die Untoten-Vernichten-Rune funktioniert bei dem leider nicht. Hm. Naja, wir haben ja kurz davor abgespeichert. Wir versuchen es mal mit dem Schwert. Ja, das geht ganz gut. Ja, komm schon. Oh, oh. Puh, Hilfe. Meine Güte. Okay, was hat der denn hier dabei? Varak Uhilgt. Okay. Irgendwas ist das. Die Zeitenklinge. Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varak Uhilgt. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Art und Weise nützlich. Okay. Jetzt habe ich nicht gesehen, was das für eine Rune war. Das war irgendeine Blitzrune. Und der Zauberstab Schabernack. Ja, das ist das, was ich meinte mit den lustigen Namen von Piranha Bytes. Was haben wir denn hier? Ist das ein Schalter, auf den wir nicht treten dürfen? Hä? Was ist denn... Ach, das ist eine Rune, die da in der Luft schwebt. Okay. Na, wir heilen uns erstmal und speichern dann nochmal ab. Das sieht mir hier recht gefährlich aus. So. Und dann noch einmal speichern, bitte, hier. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Was bewegt es? Okay, das Gitter geht zu. Das Gitter geht zu. Und es bleibt jetzt auch zu? Hätte ich das jetzt besser nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Was haben wir denn hier oben noch? Wir können ja jetzt zum Glück klettern. Was ist denn das? Jetzt geht's auf? Nee, irgendwas ist doch gerade aufgegangen. Hier können wir nichts machen. Okay. Hä? Ich habe doch irgendein Gitter gehört. Ah ja, okay. Aha. Alles klar. Da sind verdammt viele Dornen. Wie sollen wir das denn machen? Hm.
Tja. Ich hopse da jetzt einfach mal rein. Was soll's? Okay, ach, ich dachte, wir... Der Zornstahl. Wow. Okay, es ist auch wieder ein Zweihänder, verdammt. Okay, wir sind gleich tot, wenn ich jetzt hier nochmal in die Dornen laufe. Und wissen immer noch nicht, wie wir das denn hier öffnen können. Also hier unten können wir das zumindest nicht. Ist irgendein Sarkophag drin? Und jetzt, ja, jetzt sind wir tot. Der Zornstahl, ja, ich weiß nicht so genau, ob wir den unbedingt brauchen, denn das ist so ein langes Schwert gewesen. Das war definitiv ein Zweihänder. So, dann gehen wir jetzt einfach wieder raus. Was soll's? Dann trete ich da jetzt nicht drauf. Das scheint jetzt eh eher... Ja, entweder ist es Buggy oder es ist eine Falle. Ich weiß es nicht. Da ist noch ein Schalter, um das Ganze hier von innen zu öffnen, vermutlich. Aber wir gucken jetzt erstmal hier hin. Nee, da nicht. Doch. Irgendwo hier, oder? Da, genau. Da gehen wir doch jetzt mal weiter und gucken, was es da gibt. Okay, dieser Schabernackstab. Wofür können wir den gebrauchen? Also ich weiß wohl, das hier ist jetzt noch nicht das Ende. Es gibt noch ein anderes Kapitel und es gibt noch viel mehr zu erledigen hier. Aber ich weiß nicht so genau, wie wir jetzt hier wieder rauskommen, beziehungsweise was wir jetzt hier drin eigentlich erstmal vorerst unternehmen. Was ist das da hinten? Ist das ein Minecrawler? Was machen die denn hier? Die sind hier auch unterwegs? Okay. Ist das ein Tempel-Minecrawler? Meine Güte. Und was haben wir da hinten? Ist das noch einer? Wahrscheinlich. Was? Was? Was machst du denn hier? Goaboba? Oh nee, ah nee, ich lad noch mal. Ich lad noch mal. Da kann man doch einen Dialog mitführen mit dem, oder? Also ich meine, das ist wahrscheinlich eh irgendein total verpeilter Templer, der uns sowieso angreift. Aber wenn der was zu sagen hat, dann würde ich das ganz gerne sehen. Das ist doch garantiert einer hier von Korkaloms Trüppchen, die hier losgezogen sind und jetzt total verpeilt sind. Und mich würde es gar nicht wundern, wenn der Korkalom hier auch abhängt irgendwo. Und wir den auch noch besiegen müssen. Ja, wie sind die an den ganzen Orks vorbeigekommen? Wie haben sie das angestellt? Das würde ich gerne mal wissen. Ja, also ich weiß es nicht, ob wir mit ihm sprechen können. Keine Ahnung. Aber es wäre dann doch schade, es nicht zumindest einmal probiert zu haben. So. Was haben wir denn sonst noch hier? Hier ist ansonsten nicht viel. Wir könnten eigentlich nochmal durch diesen Burggraben laufen. Wie sinnvoll das jetzt ist, weiß ich nicht. Naja, wir speichern noch einmal ab. Mal gucken, was hier jetzt passiert. So, den Templer wollte ich eigentlich gar nicht erwischen. Untote vernichten. Nee, untot sind die Minecrawler ja leider nicht. Aber wo ist der denn überhaupt? Der Templer, kämpft der dagegen die? Nee. Oder? Wir gehen da jetzt einmal hin. Wahrscheinlich sterben wir jetzt gleich, weil die uns sofort angreifen. Ist der befreundet hier mit den Minecraftern? Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Tja, okay. Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, einem Schöpfer gegenüberzutreten. Okay. Gut, das war der Dialog. Und er ist jetzt unsterblich? Ist da jetzt wirklich was dran? Ach du Scheiße. Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Was ist das denn für eine Folterkammer? Das ist ja scheußlich. Hilfe. Nee, nee. Okay, wir hauen erstmal wieder ab. Wir haben jetzt zumindest mit ihm gesprochen. Und ist er wirklich unsterblich? Also vorhin hat er ziemlich viel eingesteckt. Da kommt er gleich wieder. Okay, wir probieren es mal hier. Also, ja, er hat schon Energie verloren vorhin. Okay.
Okay, wir probieren das Ganze mal aus der Distanz jetzt. Jetzt haben wir einmal mit ihm gesprochen, das reicht mir auch schon. Dann probieren wir das einmal aus der Distanz und... Ist er vielleicht auch ein Untoter jetzt? Das könnte wohl sein. Das weiß ich aber nicht. Nee, anvisieren kann ich ihn nicht. Okay. Wie vernichten wir ihn denn hier? Probieren wir es einfach nochmal einmal mit dem Feuersturm. Oh, ja, so viel zum Thema unsterblich. Von wegen. Okay, kein Mana mehr. Super. Wechseln wir zum Schwert. Oh, der haut ab. Warum haust du denn ab? Komm doch ruhig her. Komm, komm, komm. Was macht er denn? Okay, so hart waren die Tempel-Minecrawler gar nicht. Okay, Gorbobba, was hast du denn dabei? Du hast einen grünen Novizen, du hast einen Heiltrank, Wurzelsuppe und die Hüterklinge. Auch eine Zweihandwaffe. Verdammt! So, ich habe ja gehört, das beste Einhandschwert soll der Raven haben. Ob wir dem noch einen Besuch abstatten, weiß ich nicht. Okay, ich fürchte fast, wir müssen da durch diese Horrorkammer gehen. Was haben wir denn hier? Da ist wieder so ein Tempelhüter. Okay, da kommen doch auf jeden Fall Dornen von unten. Wenn wir irgendwas falsch machen. Ich speichere noch einmal. Ja, ist schon aufregend hier im Schläfertempel. Okay, hier liegen viele Skelette rum. Aber warum sollte man auch freiwillig, außer wir jetzt, hier reingehen wollen? Da oben ist so ein... Ne, sieht aus wie ein großer Knopf, aber ob es das ist, weiß ich nicht. Diese Tore öffnen sich doch noch irgendwie, oder? Ich habe keine Ahnung, wie die Falle hier aktiviert wird. Ich will es auch gar nicht so genau wissen eigentlich. Was haben wir hier denn noch? Okay, hier ist kein Schalter. Und da in der Mitte ist wieder so ein Schalter. Was? Ach so. Das ist auch von hier zu betreten, okay. Aber wie man das nur öffnen mag. Tja, ich habe beim besten Willen keine Ahnung. Wir gehen jetzt einmal in dem Wassergraben gucken. Einfach nur so. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun müssen oder ob es da irgendwas Tolles gibt. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie wir hier weiterkommen. Wir werden hier weiterkommen. Definitiv. Irgendwie wird das schon möglich sein. Aber ich weiß gerade noch nicht so recht, wie. Und dann gucken wir doch einmal hier unten. Hier gibt es doch vielleicht auch noch irgendwas zu finden. Oh, vielleicht müssen wir sogar hier hin. Das kann auch sein. So, was haben wir denn ausgerüstet? Wir rüsten besser mal hier die Untoten-Vernichten-Rune aus. Das ist auf jeden Fall besser bei den ganzen Monstern hier. Eine verwitterte Axt. Okay, da ist ein Gitter offen. Ja. Und was ist hier oben? Okay, hier oben waren wir schon. Da oben waren wir schon. Und hier ist es verdammt dunkel. Und da kommt irgendein Biest. Ah, ein Tempel-Minecrawler, okay. Puh, okay, wir machen uns mal ein bisschen Licht. Wenn ich die richtige Rune dazu finde. Da. Ja, kein Mana mehr, super, perfekt. Wieder mal glänzend. So. Jetzt aber. Und dann rüsten wir gegen die Minecrawler einfach mal nochmal das Schwert aus. Das ist ganz gut. Wenn das jetzt nicht gerade eine Horde ist, die hier ankommt. Meine Güte, ist das hier düster drin. Oh, da hängen sie von der Decke. Okay. Und da ist noch ein Minecrawler.
Oh, kann sich kaum umdrehen hier in dem kleinen Gang. Das ist ganz gut. Und noch eine Stufe gestiegen. Meine Güte, da kriegen wir aber viele XP hierfür, ne? Das lohnt sich ganz gut. So, waren wir hier denn schon? Nee, doch, doch, hier waren wir auch schon. Okay. Okay, hier waren wir auch schon. Was bringt denn der Wassergraben hier? Oder, ja, es ist gar kein Wassergraben, oder? Das sah aus wie so ein kleiner Wassergraben, aber es ist eher sowas wie ein Tunnel. Hm. Okay, da von links sind wir, glaube ich, gekommen. Dann gehen wir jetzt mal hierher und gucken, was es hier gibt. Ach, so einer wieder. Ja, dann nehmen wir doch mal lieber unsere untoten Vernichten-Rune. Wenn ich sie denn finde. Hä? Was? Hat er nicht getroffen? Meine Güte. Da hat er nicht getroffen tatsächlich. So, einmal nochmal auffüllen. Und da waren wir offenbar noch nicht. Vielleicht kommen wir da ein Stück weiter. Da gucken wir doch mal. Speichern wir noch einmal ab. Und schauen, was es hier gibt. So, kommen wir da hoch? Ah ja, hier kommen wir hoch. Und da ist noch einer. Das sieht wieder stark nach Falle aus hier, oder? Na, warum hopst der denn jetzt unentwegt? Das mache ich gar nicht. Okay, da ist... Ja. Okay, ich habe keine Ahnung, was die Knöpfe bewirken, wenn wir da drauf treten. Und ob das so eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht. Aber, um es mal ausprobiert zu haben, werden wir das jetzt einfach mal tun. Mal gucken, was passiert. Okay, das Gitter geht zu, wenn man hier drauf tritt. Alles klar. Und wenn man hier drauf tritt, dann passiert gar nichts? Nee, offenbar nicht. Okay, jetzt ist die Frage, wie lösen wir hier das Rätsel? Ich habe jetzt keine Hinweise gesehen und ich habe auch ehrlich gesagt nicht darauf geachtet. Was steht denn da unten? Sonderbarer Stein. Ja. Ach, müssen wir da den Stab reinstecken, den wir bekommen haben? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Dass wir hier diesen Schabernackstab benutzen müssen. Ja, das könnte ich mir vorstellen, tatsächlich. Jetzt ist die Frage, ist der unter Waffen? Ja, irgendwo muss der doch sein. Oh, wir haben so viel im Inventar. Ich hätte einfach mal irgendwo was eintauschen sollen. Was haben wir hier? Ach, das ist Ulumulu. Okay, das ist es eher nicht. Oh, ich habe so viel Mist mitgeschleppt. Das ist vielleicht auch eher unter sonstige Sachen, oder? Hm. Oder Artefakte? Das könnte auch ganz gut sein. Moment. Vielleicht eher unter Verschiedenes. So, da gucken wir jetzt noch einmal rein. Da. Okay. Das können wir nicht ausrüsten. Schade. Ich hätte mir vorstellen können, dass wir hier das Schwert reinstecken können, aber offenbar nicht. Okay, dann müssen wir uns offenbar erst um das Rätsel kümmern. Hm. Finden wir irgendwo irgendwelche Hinweise? Oder können wir da nur raten? Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es da ja jetzt nur auch nicht, aber... Was? Wo kommst du denn her? Dich habe ich gar nicht gesehen. Ach, komm schon. Hä, wo kommen die her? Ja, dann nehme ich mal unsere Rune. Die ist auf jeden Fall besser. Wo kommen denn die Viecher plötzlich her? Und wo sind sie? Da. Keine Ahnung, die steckten da noch irgendwo unsichtbar in der Wand oder so. Ist ja auch egal. Wir probieren das jetzt einfach mal hier an dem Schalter zu drehen. Ich habe jetzt vorher offenbar nicht gut genug aufgepasst und weiß jetzt nicht so genau,
Ach du Scheiße. Das ist kein Untoter, oder? Ach je, ach je. Niederer Dämon, aber... der von Xardas, da konnten wir mit sprechen. Vielleicht spricht er auch mit uns. Ja, so viel zum Thema, der spricht mit uns. Super. Alles klar. Nee. Wir laden einfach eine. Noch einmal. So, vielleicht erscheint bei jedem Schalter auch irgendein anderes Biest. Das könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Sind hier die Skelette jetzt noch? Ach, da stehen die in der Ecke. Das habe ich gar nicht gesehen. Und irgendwo muss doch noch eins sein. Da ist noch eins. Wo auch immer es herkommt, da ist noch eins. Lösen auf jeden Fall in dieser Folge noch dieses Rätsel hier. Okay, wir haben gerade an dem Schalter da links gedreht. Dann drehen wir jetzt... an dem da rechts praktisch. Dann lösen wir jetzt hier erstmal diesen Schalter aus und gucken mal, was der bewirkt. Und auf Gespräche lasse ich mich nicht mehr ein. Gespräche kommen ja eh nicht. Ich dachte tatsächlich, der spricht mit uns. Hätte ja auch tatsächlich von Xardas sein können, dass der den hier irgendwie hingeschickt hat. Okay, da kommt noch einer von der Sorte. Okay, wir nehmen gleich mal den Feuersturm und gucken mal, was der bringt. Wahrscheinlich nicht so viel. Oh, der ist gut. Das war's. Perfekt. Ich hätte jetzt gedacht, der ist mega hart zu besiegen. Nö, ist gar nicht so schlimm. Okay, dann nehmen wir uns noch den nächsten hier vor und schauen mal, ob das jetzt irgendwie was anderes bewirkt. Also, wenn ich jetzt hier dran drehe, kommt dann jetzt nochmal so ein niederer Dämon oder ist das zufällig? Da ist noch einer. Okay. Gut. Bist du auch noch fällig? Und beim dritten. Beim dritten Stein hier. Beim dritten Schalter kommt doch bestimmt irgendwas Übles auf uns zu, oder? Das ist doch bestimmt was Schlimmeres beim dritten. Dann nehmen wir noch jetzt einmal nochmal Mana hier und speichern ab. Da kommt doch jetzt bestimmt irgendwas Übleres. Okay, probieren wir es nochmal. So. Ja. Okay. Alles klar. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Ja, ja. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Okay. Oh. Ich kann ihn nicht anvisieren. Ich kann ihn nicht anvisieren. Verdammt, warum geht das nicht? Ja, das können wir vergessen, glaube ich. Ich kann mich auch gar nicht bewegen. Ich glaube, wir laden mal, ehe das Spiel abstürzt. Und rüsten gleich das Schwert aus. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall besser gegen die. Der kann so schnell damit seine Energie schießen, dass ich keine Chance gegen ihn habe. Verdammt. Okay, jetzt geht's. Super. Wenn wir es nur schnell genug machen, dann klappt das ganz gut. So, Erfahrung 8000, meine Güte. Okay, was hast du denn dabei, Varak Kazork? Du hast den Lichtbringer. Mhm, okay. Den Kugelblitz und auch so ein Schabernack. Okay, alles klar. Okay, Leute, und das war's für heute. Wie es hier weitergeht, das erfahren wir zusammen morgen. Macht's gut, bis dann.